Das erweckt in Mutter Hegemann die animalischen Beschützerinstinkte jener Löwinnen aus der Frankfurter Arbeiterschaft, wie sie im Bierzelt auf der Frankfurter Dippemesse anzutreffen sind und die mit größter Vorsicht zu behandeln sind. Sie pflückt Erkan mit einem Plopp aus ihrer Bauchfalte und drischt ihm ihren fleischigen Ellenbogen ins Gesicht. Hegemann Junior reißt den Laubsturmbläser hoch und dreht ihn auf volle Leistung. Ein Inferno aus Kieselsteinen, Zigarettenkippen und getrocknetem Hundekot schlägt den drei internationalen Aktivisten ins Gesicht. Sie bringen sich hinter ihrem Mercedes in Deckung. Hegemann Senior hält die Gangster mit ihrem Feuerspeier hinter dem Wagen in Schach, wobei sie absichtlich die Motivlackierung versenkt. Jetzt ist Vitali das Spiel leid. Er reißt seine Uzi aus dem Handschuhfach und lässt eine Stange blauer Bohnen über den Asphalt rotzen. Unsere Facility Girls springen ebenfalls hinter die alte Tankanlage in Deckung. Etliche Doppelzentner schlagen auf mir ein und pressen mich platt wie ein Wiener Schnitzel. Um nicht zu ersticken, wühle ich meinen Kopf zwischen zwei gewaltigen Oberschenkeln nach oben. Mutter Hegemann bemerkt mich schließlich. »Ei, Herr McBride, machen Sie denn da bei mir ohne rum?« Darauf weiß ich keine rechte Antwort. »Können Sie mir mal erklären, was das hier soll? Die Kollegen sind ja ganz aus dem Häuschen.« »Die sind wohl sauer auf mich. Was haben wir denn da angestellt?« Unsere nachbarschaftlichen Plaus. Jetzt kriege ich Regieanweisung. Ja, aha. Was? Was? Nee, also. Nee, das war ja wieder klar. Unser nachbarschaftlicher Plausch wird durch eine Maschinenpistolensalve unterbrochen. Die Kugeln klatschen ins Stahlblech der alten Zapfsäule. Wir Gummistiefelfabrikbewohner, natürlich. So. Genau. Gut. Wir Gummistiefelfabrikbewohner ziehen unsere Köpfe ein. Mutter Hegemann hält die drei Gewalttäter mit Feuerstößen aus ihrem Flammenwerfer auf Abstand. Dieser Dan sprintet hinter dem Gangsterbenz hervor und ballert mit seiner Kanone seitlich hinter unsere Deckung, ohne zu treffen. Das Team Hegemann reagiert augenblicklich. Den Bioabflammer und den Laubbläser richtungssynchronisiert jagen sie dem Burschen eine Stichflamme entgegen. Dannys Puma-Jogginghose aus Kunstseide fängt Feuer. Er trollt sich zurück in Deckung. Das Beispiel des leicht entflammbaren Fighters vor Augen, der jetzt in seiner Kevin Klein Underwear. Multitasking, Sprecherei im Kopf, verstehst du, da wird man ja irre. So, jetzt reicht es aber auch.